Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirtschaftsperspektive. Erik Schweigert im Gespräch heute mit Herrn Herzog von BWI Baden-Württemberg International. Herzog, vielen Dank, dass Sie für ein Gespräch bereitstehen. Vielleicht können Sie mal kurz sich vorstellen, darstellen, was BWI so macht und wo wir uns hier gerade befinden. Ja, lieber Schweigert, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie uns im Haus der Wirtschaft beehren, da wo das Büro sich von Baden-Württemberg international befindet. Wir sind die Standortförderung des Landes Baden-Württemberg. Das heißt, alles, was Baden-Württemberg nach außen, nach innen kommuniziert in Sachen Wirtschaft und Wissenschaft, versuchen wir von Baden-Württemberg auf Botschaften zu packen, Unternehmen zu helfen, zu unterstützen. Das heißt, wir sind für die Wirtschaft, für die Wissenschaft da. Sind hier am Standort ca. 70 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die am Ende des Tages fürs Wohl der Wirtschaft, Wissenschaft Baden-Württembergs arbeiten. Wenn man für das Wohl der Wirtschaft in Baden-Württemberg arbeitet, ist ja ein großer Wirtschaftsstandort, den wir hier in Baden-Württemberg haben. Wo sehen Sie denn die Vorteile von Ihnen als BWI Baden-Württemberg international, aber auch von unserer Wirtschaft insgesamt? Ich würde die Frage vielleicht beantworten, auch mit dem Mix, wie wir gerade auftreten, auch aus Baden-Württemberg international. Ich bin jetzt seit 2 Jahren Geschäftsführer BWIs, komme aus einem anderen Bundesland, wo man wesentlich lauter agiert und wesentlich lauter promotet. Ja, wer meine Vita kennt, weiß, ich komme aus Berlin, bin von Berlin nach Baden-Württemberg gewechselt und was die Berliner gut konnten, war halt laut sein. Was Baden-Württemberg kann, ist echte Innovation zu haben und die Kombi aus beiden, ich glaube, bringt Baden-Württemberg voran. Wir müssen stärker laut sein, stärker präsentieren, was Baden-Württemberg alles hat. Diesen Wirtschaftsstandort, der unheimlich stark ist in Deutschland. Wir sind deutscher Exportmeister. Wir haben hier 400 Weltmarktführer. Also alles, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sitzt zu großen Teilen in Baden-Württemberg. Wir müssen das viel stärker nach außen erzählen, promoten und auch dementsprechend Märkte öffnen können, genau für diese Unternehmen. Dann lassen Sie uns mal die Geschichte von Baden-Württemberg international erzählen, auch wo die Verbindung ist zwischen BWI und dem Wirtschaftsausschuss des Landtags von Baden-Württemberg. Und dafür wechseln wir mal rüber an das Herzstück hier im Haus der Wirtschaft, nämlich in den König-Karl-Saal. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Herr Dr. Herzog. Vielen Dank, dass Sie heute als Experte für unseren Wirtschaftsperspektive-Talk zur Verfügung stellen. Sie haben ja BWI schon vorgestellt, ein bisschen was Sie machen, was Ihre Position im BWI ist. Deswegen die erste Frage an Herrn Schweigert. Könnten Sie vielleicht kurz erläutern, was in Ihrer Position als Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses, welche Verbindungen Sie zum BWI haben? Ja, also der Wirtschaftsausschuss lädt in der Regel einmal im Jahr den Herrn Herzog zu sich in der Wirtschaftsausschusssitzung ein, dass er vorstellt, was die Aktivitäten sind von Baden-Württemberg international, auf welche Messen wir gehen, auf welchen Märkten Baden-Württemberg aktiv ist, welche Themen aus der Wirtschaftspolitik gespielt werden. Das möchten die Kolleginnen und Kollegen des Wirtschaftsausschusses wissen. Und deswegen wird er einmal im Jahr eingeladen. Und zum anderen darf ich in meiner Funktion als Ausschussvorsitzender auch Mitglied im Beirat sein, im Beirat Wirtschaft von Baden-Württemberg international. Da tagen wir dann öfters auch mal hier im Haus der Wirtschaft und kriegen dann aus erster Hand präsentiert, wie die Messeauftritte im Ausland waren, was geplant ist. Und so ist der Austausch da. Und wir können dann natürlich auch Wünsche und Ideen und Anregungen an Baden-Württemberg international spiegeln, wo man hingehen sollte und was man tun könnte. Genau, dann an Sie, Herr Herzog, allgemein. Was macht Baden-Württemberg denn zu so einem Wirtschaftsstandort? Sie haben vorhin gesagt, Ihr Fokus liegt auf Wirtschaft und Wissenschaft. Wir wollen uns heute auf Wirtschaft fokussieren. Was macht Baden-Württemberg so besonders für Unternehmen, für Startups? Also ganz klar, die Vielfältigkeit Baden-Württembergs in der Wirtschaft. Das ist wirklich faszinierend und ich habe den Vergleich von verschiedenen Bundesländern in Deutschland, aber auch im ausländischen Vergleich, ist Baden-Württemberg unheimlich stark. Unheimlich stark in klassische Industrien wie Maschinenbau, Automotive, aber auch in Zukunftstechnologien wie KI, Quantencomputing. Baden-Württemberg macht eine Vielfalt aus an einer hervorragenden Wissenschaftslandschaft, die Wirtschaft auch benötigt, um erfolgreich zu sein, dass gute Ideen kreiert werden. Dieses Kooperationszusammenspiel zwischen Wirtschaft und Wissenschaft ist einzigartig in Baden-Württemberg. Die Baden-Württemberger Wirtschaft ist auch die, die am meisten reinvestiert in Forschung und Entwicklung.
Wir sind europaweit führend. Wir investieren fast 6% unseres BIPs in Research and Development. Das ist in Europa einzigartig, aber weit vor allen anderen Bundesländern, weit, weit vor allen anderen ausländischen Regionen. Wir haben eine unheimlich starke Wirtschaftskraft. Wir sind sehr innovativ. Wir haben eine blühende Start-up-Szene. Wenn man Baden-Württemberg von außen betrachtet, muss man genauer schauen. Wir sind wie ein föderaler Staat im föderalen Staat sozusagen. Wir haben nicht einen Hub wie London, nicht einen Hub wie von mir aus in Berlin. Wir haben mehrere Hubs, dezentral in Baden-Württemberg, mit Karlsruhe, mit Tuttlingen, mit Heidelberg, mit Tübingen, Freiburg, Ulm. Überall finden Sie vibrierende Ökosysteme im Bereich Startup, im Bereich Innovation, im Bereich der Wirtschaft. Und das ist in Deutschland einzigartig. Und das transparent zu gestalten, zu erzählen, zu zeigen, ist auch eine unserer Kernaufgaben, weshalb ich nur alle Firmen einladen kann, nach Baden-Württemberg zu kommen und hier wirtschaftlich aktiv zu sein. Herr Schweikert, vielleicht von Ihrer Seite noch aus, was macht für Sie konkret Baden-Württemberg zu so einem interessanten Wirtschaftsstandort? Na, zum einen das, was der Herzog gesagt hat, dass wir natürlich die Verschiedenartigkeit haben und jetzt nicht nur einen Standort haben. Natürlich könnte man sagen, Baden-Württemberg, das ist der Daimler, der Porsche, der Busch, aber das ist es eigentlich nicht. Also es ist es vielleicht auch, aber insbesondere sind es halt die kleinen Mittelständler, die in ihrem Bereich oftmals Weltmarktführer sind, die man so gar nicht kennt, die international auch vielleicht gar nicht so im Fokus stehen. Das macht für mich eigentlich Baden-Württemberg aus, die baden-württembergischen Unternehmen. Und deshalb ist es richtig, dass wir im Wirtschaftsausschuss darum ringen, was ist die beste Möglichkeit, was sind die besten Rahmenbedingungen, um dieses, wie Sie gesagt haben, ein bisschen Hub, um diese Wirtschaftskraft nach vorne zu bringen. Was kann hier das Land tun? Wo kann man zum einen die richtigen Rahmenbedingungen setzen? Zum anderen aber auch, wo kann man mit der richtigen Förderpolitik die richtigen Impulse setzen? Und das ist ja auch was, der Herr Herzog braucht ja für seine Reisen, für seine Auftritte, braucht er ja Geld. Das bekommt er auch über das Wirtschaftsministerium. Und das Wirtschaftsministerium bekommt das Geld über den Landtag, über den Haushalt. Und von daher, wie gesagt, sind da wirklich sehr, sehr, sehr enge Beziehungen zwischen der Parlamentsarbeit und dem, was nachher Baden-Württemberg international draußen dann auch auf die Beine stellen kann. Vielen Dank. Herr Herzog, Sie haben uns ja vorhin schon einen groben Einblick gegeben, was allgemein die Aufgaben vom BWI sind. Vielleicht können Sie uns mal aktuell nennen, was aktuell Ihre Themen sind, Ihre Herausforderungen, vielleicht auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie. Die war für Sie, für die Agentur sicher auch, hat eine große Auswirkung gehabt. Vielleicht können Sie uns einen kleinen Einblick geben. Gerne. In den letzten 2 Jahren war auch für BWI herausfordernd, wie für alle Unternehmer, Unternehmerinnen in Baden-Württemberg, wahrscheinlich weltweit. Durch die Pandemie mussten wir neu denken, mussten wir Standortförderung neu denken. Das heißt, wie können wir stärker digital aktiv werden? Wie können wir Formate schaffen? Wenn wir nicht mehr klassisch reisen können, nicht mehr klassisch Messen besuchen, nicht mehr Delegationsreisen organisieren, aber auch nicht im Ausland akquirieren können für Baden-Württemberg, müssen wir das digital machen. Also haben wir uns auch da komplett nochmal gewandert, stärker auf Social Media gesetzt. Wir haben unseren Outreach gesteigert, wenn ich ein Profil wie LinkedIn nehme und wir gehen über Baden-Württemberg-Kommunikation raus, dann sind wir so von durchschnittlich 500 Views auf schnittlich 25.000 Views gekommen. Einfach gesagt, wir müssen stärker aktiv werden. Wir haben ein eigenes Studio eingerichtet bei uns, bei BWI, um Unternehmer, Unternehmerinnen anbieten zu können, die nicht so weit sind. Da waren wir der Ersten. Nutzt unser Studio. Nutzen wir schon im Zweifel sogar kostenlos. Am Ende des Tages bereiten wir die Bühne dafür, dass ihr im Ausland pitchen könnt, dass ihr mit Kunden in Kontakt treten könnt. Weil die ganze Organisation ist nicht so einfach, wie man sich vorstellt. Heute nutzen wir alle Teams, Zoom, die ganzen Plattformen. Das war vor 1-2 Jahren noch gar nicht denkbar. Das Thema mobiles Arbeiten, nicht nur im Büro zu sein zum Arbeiten. Das sind Dinge, die sind heute verständlich, waren eine riesen Herausforderung. Und wir haben schon gesehen, auch in der Wirtschaft, Unternehmer, Unternehmerinnen haben Schwierigkeiten gehabt, damit am Anfang in diese digitale Entwicklung reinzugehen. Genauso wie wir auch. Also da ist BWI nicht anders als der Mittelständler oder die kleine und mittlere Unternehmung, die gesagt hat, okay, wie kann ich den Markt trotzdem bearbeiten? Denn eins ist klar, wir konnten nicht nichts tun. Wir mussten ganz klar Wege finden, wie wir Kontakte halten können, wie wir auch akquirieren können über digitale Wege. Das führt dazu, dass wir ganz viel hybride Events gerade organisieren. Das heißt, Teil ist vor Ort, Teil ist digital zugeschaltet. Das wird in Zukunft noch ganz, ganz neue Wege ermöglichen, anders am Markt agieren zu können. Anders am Markt agieren heißt das für Sie dann
Investoren nach Baden-Württemberg zu bringen und wie läuft das bisher ab? Also beides, also beide Wege, inbound wie outbound. Das heißt, ich glaube einfach, dass Auslandsreisen immer wieder bestehen werden, aber vielleicht, wenn sie kürzer, effizienter werden, weil wir viel mehr digital vorbereiten können. Wir können Vorgespräche online führen und die richtigen Gespräche dann direkt in Paris, in New York, in Boston, in Tel Aviv, immer wir hinwollen, sehr zielorientiert und effizient umsetzen. Das heißt, das, was ich vorher gemacht habe, eine Reise auf länger gestaltet habe und dieses ganze Netzwerkaufbau erst angefangen habe vor Ort, findet viel mehr digital inzwischen statt. Das heißt, die Reisen werden effizienter. Ansprachen sind digital wahnsinnig schwer für Unternehmen, die es interessieren sollten, für Baden-Württemberg. Weil da haben sie einen riesen Streuverlust, den sie haben, und das lebt viel vom zwischenmenschlichen Kontakt. Dennoch sind wir über Kampagne, über Standortmarketing so weit zu sagen, dass wir auch da gezielt Branchen, Technologiefelder ansprechen, um die richtigen Unternehmen zu identifizieren, die dann Wertschöpfungsketten schließen, Lieferketten schließen, genau zu gucken, wen brauchen wir eigentlich in Baden-Württemberg, ehrlich gesagt, in der Ansiedlung. Und auch da sind wir gerade dabei, Wege zu finden, aufzumachen, zu schauen, wie muss gestaltet werden, wie können wir uns das BW einbringen. Denn wir haben Nummer 3 Kernelemente. Wir begleiten und nehmen das Ausland. Ganz klar, klassisch, wo BW groß geworden ist. Das zweite ist aber auch, wir werben Unternehmen an und wir werben Talente an. Das dritte ist, wir versuchen aus Wissenschaft Wirtschaft zu machen. Wie kriegen wir Innovationstransfer so gestaltet, dass der Transformationsprozess unterstützt werden kann? Herr Scheichert, Sie haben das ja sicher auch mitbekommen. Vor allem die mittelständischen Unternehmen hatten mit der Digitalisierung jetzt in der Corona-Pandemie große Probleme. Das haben Sie auch aktiv vor Ort erlebt. Wie sieht es da politisch aus? Hat die Politik da versucht in den letzten Jahren, konnte sie was unterstützen oder was muss da noch zukünftig gemacht werden? Also sicherlich hat die Politik, muss man auch fairerweise sagen, die Landesregierung, sich schon das auf die Fahnen geschrieben, gerade beim Thema Digitalisierung den Unternehmerinnen und Unternehmern zu helfen. Die Frage ist, die ich mir manchmal stelle, kommt diese Hilfe an? Denn wenn man jetzt ein großes Programm auflegt, Digitalisierung, das hört sich nach vielem an. Oftmals ist es doch aber der kleine Unternehmer, der gar nicht weiß, wie er eine Website produzieren soll. Wie der Herzog gesagt hat, der, wenn er zum ersten Mal einen Kunden outbound hat, dann irgendwie ein Studio braucht, wo halt nicht irgendwie die Werkbank im Hintergrund ist, sondern wo das professionell ist. Das heißt, wir müssen eigentlich sehr niederschwellig an die Sachen rangehen und niederschwellig dafür sorgen, dass diese Programme auch ankommen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Wir haben auf der einen Seite, wie gesagt, diese Weltmarktführer und die großen Unternehmen in Baden-Württemberg, die kommen sicherlich mit einer anderen Zielsetzung, mit einer anderen Erwartungshaltung hier an BWI heran. Aber es können nicht bloß die Großen sein, es müssen insbesondere auch die Kleinen sein. Und ich glaube, da geht es darum, niederschwellig Angebote zu schaffen. Und da kann es tatsächlich, ich sag mal, ein Gutschein sein, um wie gestalte ich eine Homepage, wie bediene ich die Social Media Accounts. Weil wenn Sie sehen, was Sie für eine Steigerung da reingebracht haben, das muss vielleicht nicht jedes Unternehmen machen, aber jedes Unternehmen kann da etwas tun. Und von daher ist es schon richtig, wenn man hier einen Schwerpunkt auch der Förderung setzt. Und doch, wenn ich da ergänzen darf, wir sind ja für kleine und mittlere Unternehmen da. Das ist der Fokus, den wir auch haben. Wenn Sie auf Reise sind, wie stand so die Verteilung? Wenn jetzt 100 Leute mitreisen, wie viele sind groß, wie viele sind da klein? Die wenigsten sind groß. Mhm. Es kommt an, sind politische Reisen, öfters mal auch größere Unternehmen dabei. Das ist Natur der Sache. Aber in normalen Delegationsreisen, Messeständen, die Großen haben eigene Messestände. Die Kleinen nutzen da die Gemeindestände, die wir anbieten. Also sind zu 80-90% immer kleine und mittlere Unternehmen. Und das ist auch gut so. Und die zahlen dann ihren Obolus? Die zahlen einen kleinen Obolus als Beitrag, ist dann so eine Kombi. Weil das alles Unternehmen sind, die können sich einen eigenen Messestand beispielsweise gar nicht leisten. Mhm. Ich gebe mir das Beispiel, so ein Messestand kostet in Paris aus einer VivaTech locker mal 50.000, 70.000, 80.000 Euro für eine Firma. Wenn man aber nachher nur 5.000 bis 10.000 Euro zahlen muss, weil man sich den Messestand mit 10, 12, 13 anderen Firmen teilt und wie das ganze Branding übernehmen können, nachher mit The Land oder BWI oder wie immer es nachher nennen mögen, ist es ein riesen Mehrwert für alle. Sie haben das Messegeschäft gerade schon angesprochen. Mhm. Vielleicht wollen wir darauf noch kurz eingehen. Ich meine, das ist ja auch eine Sache, die jetzt durch Corona sehr gelitten hat, aber jetzt auch dieses Jahr sicher wieder hochgefahren werden kann. Wie sieht da jetzt der Zukunftsausblick aus? Wird es jetzt aktuell, kann es wieder voll starten? Oder? Also ganz spannende Entwicklung, ehrlich gesagt, weil alle Messen haben sich gerade im Sommer verschoben. Mhm. Ich habe meiner Familie schon gesagt, ich glaube, ich könnte 8 Wochen durch die Welt tingeln. Weil alle Messen im Mai, Juni, Juli stattfinden momentan, die sonst von Januar bis Dezember gestreckt werden. Also für uns auch eine riesen Herausforderung,
das zu stemmen. Messen werden wieder stattfinden. Messen haben stattgefunden. Ich war jetzt gerade vor kurzem auf der Arab Health in Dubai gewesen mit 45 Baden-Württemberger MedTech-Unternehmen, die alle Geschäfte in der arabischen Welt machen möchten, die gute Abschlüsse sogar vor Ort gemacht haben. Auch das ist für uns wichtig. Hat es was gebracht im Endeffekt? Das direkte Miteinander wird sich nicht ersetzen lassen durch digitale Gespräche. Das heißt auch Messen, wir haben die Hannover-Messe, die ansteht, wir hatten die Arab Health, wir haben aber auch die South by Southwest in Austin, hat zum ersten Mal wieder stattgefunden, seit 2 Jahren Pause in Paris, die VivaTech. Also es läuft gerade wieder an und ich kann die Daumen nur drücken, dass die Messen auch überleben, dass es funktioniert, dass wir auch wieder Firmen direkt vor Ort helfen können. Abschließend wollen wir noch einen Blick in die Zukunft werfen. Was kann denn weiter gemacht werden, um den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg zu stärken? Wo wird in Zukunft der Fokus drauf gelegt? Gibt es konkrete Pläne? Einen kleinen Ausblick noch. Gerne. Wir sind umfangreich dabei, neue Maßnahmen zu entwickeln, auch neue Ideen und Strukturen umzusetzen. Punkt 1 ist, wir haben uns dazu entschlossen, die Unternehmerschaft mal zu befragen, wo wollt ihr eigentlich im Ausland hin? Wo sind die Märkte der Zukunft für euch? Weil am Ende bin ich Kunde des, sozusagen die Unternehmen meine Kunden. Und ich soll mich nach Kundensichten richten. Das heißt, wir haben Unternehmen jetzt befragt, zusammen mit den Regional- und Wirtschaftsfördergesellschaften zusammen. Die Befragung läuft gerade. Was sind eure Zielmärkte in den nächsten 5, 6, 7 Jahren? Damit wir das BW uns ausrichten können in allen Diskussionen, wenn es um Auslandsmärkte geht. Zum Zweiten, wie können wir BW stärker in den Fokus rücken? Ich bin ein bekennender Freund von The Land. Für mich ist es eine Kampagne, die wirkt, die man auch im Ausland, auch in, ich habe es in Dubai erlebt, auch wirklich griffig ist. Leute kommen an den Stand und fragen nach. Und gleichzeitig sagen, wie können wir noch mehr Aufmerksamkeit generieren? Wie können wir also Baden-Württemberg transformieren in ein Image-Branding Richtung Themenfindung? Und dafür haben wir strategische Allianzen ins Leben gerufen. Was ist das? Wir haben uns angeschaut, wofür ist in den Querschnittstechnologien, zum Beispiel in den Zukunftstechnologien, Baden-Württemberg stark? Da fällt zuerst KI ein. Wir haben in Karlsruhe mit dem Innovationspark, der entstehen wird in Heilbronn. Wir haben in Freiburg, in Ulm so viel KI-Koryphäen und im Cyber Valley auch in die größte wissenschaftsdichtes, größte Forschungsnetzwerk in Europa, in Baden-Württemberg sitzen. Und das müssen wir erzählen. Wie können wir das machen? Wir haben im Oktober eine KI-Allianz ins Leben gerufen mit anderen internationalen Hotspots, mit genau genommen Montreal, mit Quebec, mit Pittsburgh, mit der Schweiz, mit noch so Band aus Holland. Wir sprechen gerade Großbritannien, wir sprechen gerade mit Israel, mit Tel Aviv. Wie können wir den Austausch fördern über KI in allen Regionen? Das heißt, wir machen 3 Dinge und das gibt exemplarisch einen ganz guten Überblick darüber, wie wir denken, Standortförderung. Ich kann also nach Pittsburgh reisen und sagen, Baden-Württemberg ist der Platz für KI. Nach mir kommt Hessen, Bayern, dann kommt vielleicht Lyon und das sind alles Gleiche. Also wir sind austauschbar. Wie schaffen wir es, einen USP zu schaffen für Baden-Württemberg? Wir machen das in diesem Netzwerkverbund. Und dieses Netzwerk gibt es nicht. Es ist einzigartig in der Welt, dass wir diese Hotspots nehmen und 3 Dinge bauen. Zum einen, wir haben in jedem Hotspot bauen wir Soft-Landing-Pads auf. Das heißt, wenn ein Baden-Württemberg KI-Unternehmung nach Nordamerika möchte, haben sie in Pittsburgh Vorteile, Möglichkeiten, die sie sonst nicht hätten. Direkt vernetzt zu werden, bis zu kostenlosen 4-wöchigen Coworking-Hubs nutzen können und so weiter und so fort. Das Gleiche bauen wir in die Einrichtung in Baden-Württemberg auf. Zu sagen, pass auf, liebe Amerikaner, Kanadier, du möchtest den europäischen Markteintritt forcieren, mach's aus Baden-Württemberg heraus. Sag mal, was du bist, KI MedTech, KI Automotive und ich gebe dir in Freiburg, in Ulm, in Tuttlingen, in Tübingen die Möglichkeit, die zu vernetzen. Das machen wir als BWI. Und aus Marketing-Sicht heraus, geben wir nicht mehr alleine auf Konferenzen, Events, sondern mit allen Regionen gemeinschaftlich. Und schon kommt das Image eines Pittsburgh, eines Montreals, gemischt mit Baden-Württemberg. Und wir sind die KI Nummer 1, sozusagen die KI-Innovatoren in Europa, auf die man guckt, wenn es darum geht, über KI zu sprechen. Wir gehen auf die London Tech Week im Juni, nicht alleine wie sonst, sondern wir machen ein gemeinsames Event mit allen internationalen Regionen zusammen. Alle laden ihre Stakeholder ein, alle laden ihre Kunden ein. Plus die verantwortlichen Wirtschaftsfördergesellschaften treffen sich in London auf der London Tech Week und werden da vor Ort einen AI-Channel bespielen. Das Gleiche werden wir in Baden-Württemberg machen. Wenn es Formate gibt in Baden-Württemberg, die suchen wir uns gerade auch heraus.
dass wir genauso die Welt nach Baden-Württemberg einladen werden, aber immer in diesem Konsortium. Und das bringt allen Vorteile, weil alle müssen ihre KPIs erfüllen. Und das Gleiche bauen wir gerade für Green Tech auf. Auch ein Thema, zukunftsorientiert, wofür Baden-Württemberg steht wie kein anderes Bundesland. Wir haben die Lösung hier. Wir brauchen aber auch Piloten- und Testräume. Und ein Langfristziel von mir ist, weil es wirklich um Zukunftsvisionen geht, ist, wie kann ich ein Produkt launchen, zum Beispiel in Baden-Württemberg, aber zeitgleich, zu selben Bedingungen am besten noch, in Nordamerika, in Kanada, in Israel und in der Schweiz. Wenn wir das geschafft haben, haben wir eine Plattform gebaut, die Unternehmen die Möglichkeit bietet, einfach zu wachsen. Und das werden wir vom Wirtschaftsausschuss definitiv unterstützen, dass dann, wenn Sie bei solchen Reisen die Politik, meistens ja die Ministerin oder der Staatssekretär, der diese Reisen begleitet, und dann ist ja immer ein Vertreter der Regierungsfraktionen und ein Vertreterinnen und Vertreter der Oppositionsfraktionen mit dabei, dass wir zum einen das unterstützen können und zum anderen natürlich auch sehen, was für eine Arbeit hier für die Unternehmer in Baden-Württemberg gestaltet wird. In diesem Sinne freue ich mich auf bessere Vor-Ort-Zeiten für BWI und für uns und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Wirtschaftsperspektive, Erik Speigert im Talk mit.